liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer heutigen Show. Heute habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Ich bin wieder im Studio mit meinem geschätzten Großmeisterkollegen Jan Gustafsson. Und da das in der Vergangenheit schon zu so viel Spaß geführt hat, wenn ich dich habe irgendwelche Sachen erraten lassen, habe ich mir gedacht, machen wir heute eine ganze Sendung, wo du irgendwelche Schachrätsel lösen sollst. Für unsere Zuschauer, wer selbst Spaß dran hat, irgendwelche Schachrätsel zu lösen, der sei hier angehalten, zwischendurch auch mal auf Pause zu drücken und sich selbst an der Lösung dieser Aufgaben zu versuchen. Aber ich glaube, es wird sogar noch viel lustiger zu sehen, wie Jan ins Schwitzen kommt und völlig versagt dabei. Ich bin gespannt. Ich habe ausgeschlafen, mein Taktiktraining gemacht. Bin hochmotiviert. Keine Ahnung, was du für uns hast. Taktiktraining gemacht. Ich glaube dir das nicht. Aber gut. Ja, Jan, ich habe meine erste Stellung und wie du merkst, stimmt da irgendwas nicht. Ne? Ich sehe die Stellung. Sehen die Zuschauer die Stellung auch? Wahrscheinlich. Natürlich, ne? Ja. Du bist gut vorbereitet. Es fehlt ein weißer König. Es fehlt ein weißer König. Stell dir vor, du würdest gerade eine Schachpartie spielen, ganz oldschool, nicht wie bei uns hier auf dem Server elektronisch, sondern mit einem Schachbrett. Mhm. Und wild gestikulierend, wie du halt dich so häufig verhältst, hast du aus Versehen deinen König runtergeschmissen. Jetzt fragst du und dein Gegner, ihr fragt euch, dein Gegner ist übrigens Magnus Carlsen, nur so für die Dramaturgie, wo der König denn stehen könnte. Also irgendwo auf diesem Brett steht ein weißer König und es gibt tatsächlich nur eine Möglichkeit, wo der König sich befinden könnte. Und du musst jetzt rausfinden, wo das ist. Irgendwelche Ideen vielleicht schon, wie man dieses Rätsel lösen könnte. Ich verstehe noch nicht mal die Aufgabenstellung, aber ich vermute, Schwarz ist am Zug, weil er im Schach steht. Und das ist schon mal ein Anfang. Wir brauchen ein Feld für den weißen König. Das heißt, ich müsste mir überlegen, was war der letzte schwarze Zug? Der letzte legale schwarze Zug. Richtig? Nee, der letzte legale weiße Zug. Der letzte weiße Zug. So. Vielleicht auch der schwarze davor, vielleicht auch der weiße davor und der schwarze davor und der weiße. Ich könnte ewig so weitermachen. Übrigens, falls du die Antwort nicht weißt, wovon ich ausgehe, ich weiß die Antwort nicht. Sowohl hier wie auch bei den nächsten Aufgaben, du hast einen Telefonjoker, den hast du aber gerade schon verspielt, indem du mit deiner Freundin telefoniert hast. Okay. Und darf man das sagen, dass du eine Freundin hast? Jetzt haben wir wahrscheinlich viel weniger weibliche Zuschauer, wie so bei den gängigen Boygroups auf dieser Welt. Nee, das ist dein Job hier, den Zac Efron zu imitieren. Ich bin mit der Stellung nach wie vor beschäftigt. Ja, auf jeden Fall. Telefonjoker hast du nicht. Publikum-Joker wird ein bisschen schwer mit der Interaktion. 50-50. Naja, ich kann hier von 64 Feldern vielleicht 32 streichen. Das können wir machen. Okay, darauf werde ich auf jeden Fall zurückkommen. Das Problem ist, dass diese Sendung wahrscheinlich relativ langweilig wird, weil ich jetzt eine Stunde nachdenken soll, über wo mein König steht. Ne? Na, wir können zusammen überlegen. Vielleicht kriegst du die eine oder andere Hilfestellung. Okay, also fangen wir an. Der weiße Läufer steht auf A4, gibt Schach. Richtig. Es gibt keinen vernünftigen Weg für ihn, dahin gekommen zu sein. Er kann ja schlecht auf der Diagonale A4, D1 gezogen haben. Da wäre es ja schon Schach gewesen. Ja. Er kann auch nicht von E8 oder wo auch immer gekommen sein. Denn, weil der schwarze Turm im Weg steht. Richtig. Und so wie Vishy Anand in seinen Serien immer wieder gerne betont, die einzige Figur, die über andere Figuren springen kann, ist der Springer. Das ist mir durchaus bekannt. Also muss irgendwelche schwarze Magie im Spiel sein. Könnte man meinen. Aber nein, tatsächlich, diese Stellung ist ganz legal zustande gekommen. Das könnte wo würdest also du den König denn eher vermuten? In welchem Brettviertel? Unten der links. Der weiße Zug könnte oben also rechts. Ein Zug seines Königs gewesen sein, der einen Abzugsschach mit dem Läufer verursacht hätte. Interessant. Von wo könnte der denn gekommen sein? Da stehen wir vor dem nächsten Problem. Wenn er zum Beispiel von B3, was ja nahelege. Von C2 kann er ja nicht gekommen sein. Ne? Eben. Hätte er da vorher schon doppelt im Schach gestanden. Aha, das wäre also auch ein Problem. Also auch nicht immer den Regeln entspricht. Also wenn ich jetzt sagen würde C3 oder A3, würde es wahrscheinlich noch nicht weiterhelfen, weil ich erklären müsste, wie ist der König von B3 weggekommen. Genau, aber ich kann dir verraten, du bist schon mal auf der richtigen Fährte. Das ist doch schon mal schön. Wie könnte der König also von B3 weggekommen sein? Vielleicht eine Frage, die die Lösungsfindung ein bisschen erleichtert. Hat der König
einfach auf ein Feld gezogen oder hat er vielleicht eine Figur geschlagen? Das könnte man sich als nächstes fragen. Ja, ich überlege schon, ob es irgendwelche Zaubereien mit en passant oder so gibt, dass der Bauer im Weg gestanden haben könnte und der weiße König ihn dann beseitigt. Ich bin aber, glaube ich, nicht schlau genug, um da drauf zu kommen, muss ich gestehen. Vielleicht auch nicht genug Taktikaufgaben gelöst als Vorbereitung. Da hat man meistens einen König bei den Taktikaufgaben. Also. Übrigens, ich glaube, die meisten Zuschauer haben es inzwischen raus. Ich glaube, die meisten sind auch inzwischen eingeschlafen. Hinterfrage ein bisschen das Konzept dieser Sendung. Ja, das würde ich auch an deiner Stelle, wenn ich es nicht rausfinden würde. Ja, was ist denn mit en passant? En passant klang schon mal schlau, ne? Ist bestimmt irgendein Quatsch. Ja, auf jeden Fall. Also sagen wir, der König hätte... Bitte. Sagen wir, der weiße König hätte auf B3 gestanden und ein schwarzer Bauer auf B4. Ja. Weiß zieht den Zug C2 nach C4. Dann kommt B schlägt C3 en passant Doppelschach und König schlägt C3. Also wäre meine Antwort C3. Macht das irgendeinen Sinn? Ich glaube schon. Doch, ja, doch, das stimmt. Also, tatsächlich, der König steht auf C3. Und Punkt. Der ist dahin gekommen. Ja, 6 Minuten, 20 Sekunden ist jetzt. Kann man nichts sagen. Nichts, was man auf seine Visitenkarte schreiben könnte, aber tatsächlich. Also, das war die Ursprungsstellung. Läufer D5 Schach kam, das ist ja ein legaler Zug. C4, B schlägt C3, en passant, Doppelschach. König schlägt C3, Abzugs- und Gegenschach. Ziemlich eine Mini-Stellung übrigens, ne? Egal was schwarz sieht. Ja, jetzt habt ihr, du und dein imaginärer Gegner Magnus Carlsen habt jetzt die Brettstellung so weit hinbekommen, könnt die Partie weiterspielen. Und herzlichen Glückwunsch, du hast ein Remis geschafft, denn du wirst den Turm auf B5 wahrscheinlich bekommen, ne? Und die Partie Remis halten. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Also, Glückwunsch dazu. Aber es geht weiter. Ein Traum. Oh, noch mehr Blödsinn. Gut, stellen wir uns folgendes Szenario vor. Du bist in deinem Lieblingsland Thailand an einem dieser schönen thailändischen Strände und eine eingeborene Schönheit nähert sich dir an, hat auch keinen Adamsapfel. Also da stimmt alles in ihrem knappen sexy Bikini und sagt, Jan, was kannst du denn eigentlich so... Jan, was kannst du denn eigentlich so? Und du sagst, ich weiß nicht, wie habe ich mir die Show wieder aufnehmen können, je mehr Blödsinn du erzählt hast. Also, das macht nichts. Szenario verstanden und sie stellt mir diese Stellung vor. Nein, nein. Sie stellt dir die Frage, Jan, was kannst du eigentlich so? Du sagst Schachspielen. Sie sagt, kann ich nicht, erklär mir das mal. Du erklärst ihr Schachspielen. Und dann bekommt ihr diese Stellung und dein letzter Zug ist König C2. Und offensichtlich bist du der bessere Schachspieler, das kann man dir nicht nehmen. Du hast hier 4 mehr Figuren und bist, ist auch matt im nächsten bist Zug. Dabei, also, sie im nächsten Zug matt zu setzen. Also Schwarz, wie du merkst, Schwarz zieht nach unten, Weiß zieht nach oben und denkst dir, im nächsten Zug ist es matt. Denn nach H1 Dame zum Beispiel... Läufer D4 matt. Und freust dich schon sehr, dass du dieser eingeborenen Schönheit deine ganzen Schachfähigkeiten... Dass ich Schach besiegt habe, nachdem ich ihr gerade die Regeln erklärt habe. Genau. Okay. Sie aber zieht den H1-Bauern ein und wünscht sich einen König. Denn du warst... du warst ein bisschen fahrlässig bei der Erklärung der Schachregeln und hast gesagt, wenn jemand einen Bauern umwandelt, dann kann er sich eine beliebige Figur wünschen. Du hast, warst ein bisschen abgelenkt von ihrem Ausschnitt von irgendwas. Tja, H1 König. Das Problem ist, wenn du jetzt Läufer D4 matt eher Schach spielst, dann hast du zwar den einen König matt gesetzt, der andere steht aber dann im Patt. Und die Partie wäre Remis ausgegangen, was ziemlich peinlich wäre. Ist nicht 1,5 zu 1,5 dann? Könnte man drüber nachdenken, aber die Partie ist Remis, wegen Patt. Okay, ich muss also beide Könige nachsetzen, matt setzen, oder du, ja, worauf du, basiert deine kleine schöne Geschichte? Genau, also du musst jetzt irgendwie beide Könige matt setzen, denn du willst ja nicht gegen irgendjemanden, der das Spiel gerade zum ersten Mal spielt, nur ein Remis schaffen. Und habe ich mehrere Züge dazu zur Verfügung? Nein, beide ziehen immer noch abwechselnd. Du könntest natürlich auch mit Läufer B7 hier ein Schach, ein Matt, dem, ja, das hab ich gesagt. Ja, aber der,
Der zweite König ist dann Pate. Mhm. Also, was tun? Was tun? Was für ein Blödsinn. Ich muss beiden Königen Zugrecht verschaffen. Also, wenn ich irgendwas ziehe und nur ein König kann ziehen, reicht das vielleicht, nicht? Vielleicht, aber du vergisst eine Kleinigkeit. Sie glaubt jetzt, dass man tatsächlich durch Bauernumwandlung sich eine beliebige Figur wünschen kann. Mhm. Und das sind die neuen Regeln, mit denen ihr spielt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Läufer C7 spiele, könnte sie König G1 spielen, dann könnte ich mit Läufer E5 schon mal den einen König matt setzen, dann sagen wir König H1 und dann habe ich ja alle Zeit der Welt, den anderen König matt zu setzen. Ja, interessantes Konzept. Jetzt zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, ob ich Schach geben würde, ich würde wahrscheinlich mir erstmal noch eine Dame holen. Erstmal noch eine Dame. H7. Ja, es ist nicht so ganz, nicht so. Läufer D4, Doppelschach zum Beispiel. Ich weiß nicht genau, wie Doppelschach in diesem Szenario funktioniert. Dame matt. Ja, das könnte vielleicht funktionieren, aber das ist nicht die Lösung, die ich hören wollte. Ich bin mit meiner Lösung sehr zufrieden. Du kriegst vielleicht einen halben Punkt dafür. Nein, du kannst was viel Genialeres machen. Was Genialeres? Denk dran, ihr beide glaubt, sie glaubt und du jetzt auch, dass eine Bauernumwandlung in eine beliebige Figur möglich ist. Du hast ja noch zwei Bauern. Ja, das verstehe ich. Soll ich mir jetzt einen schwarzen König holen? A8 schwarzer König? Oder was ist die Lösung in deiner Fantasie? Aber das ist doch echt eine sehr blödsinnige Lösung. Selbst wenn man glaubt, es ist eine beliebige Figur, ist doch klar, dass es eine eigene Figur ist und keine gegnerische. Nee, tut mir leid, du hast tatsächlich die Regeln so schwammig erklärt, dass es eine beliebige Figur sein kann. Du holst dir A8 einen gegnerischen König. Mhm. Und du hast ja gezogen, du bist weiß, also schwarz ist jetzt dran, hat nur einen Zug, König B8. Mhm. Was machst du jetzt? Ich weiß nicht, gewinne ich 4-0, wenn ich mir noch einen schwarzen König hole und den matt setze? Dann könnte ich H7 spielen. H7, 4-0 ist schwer, aber 3-0 ist schon mal okay, ist schon man mal könnte gut. Mit H8 Dame alle schwarzen Könige matt setzen. Tatsächlich, und so wäre die Partie geendet. Na, das ist doch mal eine effiziente Schachpartie. 3 Punkte auf einmal, das gibt's nicht so häufig. Ja, vielen Dank auch für diese Aufgabe, die du sehr, sehr schön ausgewählt und erklärt Übrigens, hast. Übrigens, alles aus meiner eigenen Feder habe ich mir selbst alles ausgedacht, nur für diese Sendung, nur für dich und die Zuschauer. Aber das war noch nicht mal alles. Ich werde das recherchieren. Ich glaube nicht, dass du dir irgendwas selber ausgedacht hast. Würde ich dich jemals anlügen? Ja. Das stimmt wahrscheinlich. Okay, jetzt, wo wir diese beiden Aufgaben schon gelöst haben, ist diese wahrscheinlich sehr trivial für dich. Wie ist diese Stellung entstanden? Achso, entstanden. Also, weiß am Zug gewinnt, hätte ich sonst rausgehabt. Gibt nur 2 Züge, die gewinnen, sehe ich gerade. Na, no, Läufer A7, König D7, König D8, mir fallen ein paar. Drei, okay, ja. Weiß ist am Zug, ja, und gewinnt, aber wie kam diese Stellung bitte? Wie kommt der Läufer nach G1 und der König nach A8? Gut, das ist jetzt nicht mehr so schwer. Genau. Ich habe das Problem gar nicht. Also Schwarz könnte doch, nehmen wir an, mein Läufer kommt von B6 und Schwarz hätte einen Läufer auf C5 gehabt und sein letzter Zug wäre Läufer G1 gewesen und Weiß hätte diesen Läufer geschlagen. Da wäre ja Schwarz jetzt dran. Schwarz ist nicht dran? Nee, Weiß ist dran. Achso, okay, Weiß ist dran, stimmt. Das macht schwieriger. Ja, Weiß ist dran. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Also ist die Frage, was war der letzte schwarze Zug? Genau, Rückwärtsinduktion kannst du wieder betreiben. Ist wieder unwahrscheinlich, weil er da von diesem Feld aus im Schach gestanden hätte. Vermutlich schon. Vermutlich. Ach so, ne, ist doch relativ simpel. Weiß hatte einen Springer auf B6, hat Springer A8 Schach gespielt und Schwarz König schlechte 8. Richtig. Ich sag ja, ein bisschen Training. Läuft. Der Springer ist natürlich die einzige Figur, die einen Abzugsschach auf dieses Feld geben kann. Ist vielleicht nicht der stärkste Zug in dieser Stellung, aber das ist auf jeden Fall die einzige Möglichkeit, wie diese Stellung. Ich glaube, ich werde auch 100 Elo-Punkte schlechter sein nach dieser Sendung. Vielen Dank auch dafür. Nicht sehr förderlich. Ich glaube, es wird wahrscheinlich mehr als 100 Punkte sein, vor allem nach dem nächsten Beispiel. Okay.
Weiß am Zug ist jetzt matt in einem Zug. Das ist schon wieder nicht möglich. Was ist daran nicht möglich? Es gibt in dieser Stellung kein einzügiges Matt. Ich bin relativ gut im einzügigen Matt. Ich widerspreche. Guck dir mal die Stellung genau an. Ah, okay, die Bauern laufen in die Richtung. Dann Springer schlägt C3 matt. Ja, als aufmerksamer Beobachter ist dir natürlich aufgefallen, dass König auf, naja, man sieht ja auch schon an der Notation E8 und Dame auf D8, beziehungsweise D1 und E1, wie man glauben könnte, so nicht hinzukriegen sind. Es sei denn, beide Seiten haben so gespielt, dass sie die umgekehrte Anfangsstellung so ungefähr hinbekommen haben. Soll ich jetzt auch reproduzieren, Fall, wie du auf diese schöne Stellung gekommen bist? Es hat ziemlich viel Zeit gekostet, diese Stellung aufzubauen. Ja, das glaube ich. Ja, also ich hoffe, du weißt meine Mühe zu schätzen. Das ist tatsächlich matt, weil die Bauern, die schwarzen Bauern in diese Richtung ziehen. Ja, okay. Wäre eher so eine April-Frage. Blöd, dass wir inzwischen Mai haben. Ja. Und als letztes für unsere Zuschauer, die, kannst du bitte gerade mal nicht hingucken, guck in die Kamera, das ist sowieso viel freundlicher und netter. Für unsere Zuschauer, die gerne mal ein Remis einschieben, ein geplantes, dabei aber nicht wie so viele Großmeister auf irgendwelche theoretischen Varianten zurückgreifen wollen, um die Züge zu wiederholen oder ähnliches. Kennst du eigentlich das Patt in 10? Ich glaube ja, ich weiß nicht, ob es ein 10 ist, ich kenne eins. D4, C5, D5, irgendwas, Dame D2 und am Ende wird man Patt gesetzt. C5, D5, was ist das? Alt-Benoni, Dame A5, nicht sicher, ob das der beste ist, Dame D2. Weiter weißt du nicht? Nicht genau. Schade, schade. Das, ja, ich meine auch, so eins schon mal gesehen zu haben, aber es gibt noch ein anderes. Und ich habe tatsächlich einmal in meiner Jugendzeit eine solche Partie fabriziert. Ich weiß nicht, ob die es in die Datenbank geschafft hat. Auf jeden Fall gab es dann ein Remis. Nicht, dass wir unsere Zuschauer nun dazu animieren wollen, irgendwelche Remis-Schübereien zu betreiben. Aber ich finde, ein Patt in 10, das sollte man schon mal gesehen haben. Ich finde, man sollte nichts von dieser Sendung gesehen haben. Liebe Zuschauer, die vorgespult haben an diese Stelle, den Rest noch nicht gesehen haben, guckt euch was anderes an. Game of Thrones, die 4. Staffel, ist sehr empfehlenswert zum Beispiel. Wie dem auch sei, gibt es hier irgendeine Aufgabe oder möchtest du nur vorführen, das Patt in 10? Nee, hier wollte ich eigentlich nur vorführen. Es sei denn, du möchtest nur die Züge finden, die zum Patt in 10 führen. Nee, wirklich nicht. Über Game of Thrones? Ich habe jetzt angefangen, damit das zu gucken. Ich verstehe immer noch nicht, was da dieser Reiz von dieser Serie ist, aber vielleicht komme ich noch drauf. Ich meine, die Folgen sind ja auch nur eine Stunde lang, da kommt man ja schnell rein. Ja, so. Ja, wir haben Zeit. Also, E3, A5. Dame H5, Turm A6. Also der Turm wird schon mal über die sechste Reihe aktiviert. Das ist ja auch einiges wert. Dame schlägt A5. Gewinnt einen Bauern, wenn Schwarz nicht zurückschlägt. Und das tut er nicht. Er spielt H5. Mhm. Vielleicht also deutet er an, hier den zweiten Turm auch noch über die sechste aktivieren zu wollen. Das wäre schon mal ganz gut. Ne? Dame schlägt C7. Weiß ist weiter auf Bauernjagd. Turm AH6. Aha, also eine Verdopplung auf der H-Linie. Wer weiß, wozu die noch gut sein wird. H4, um diesen H-Bauern mal zu stoppen. Ne? Mhm. Kann sein, dass der noch gefährlich ist. Du hast auch selber komponiert eigentlich? Natürlich. Ich glaube dir kein Wort, aber... Oh Gott. F6. Ich bin ein großer Feind kleines von Luftloch. Schachabarten. Und, ja, das hättest du vielleicht vorher sagen sollen. Jetzt ist es zu spät. Sie machen alle schlechter. Dame schlägt D7 Schach. Mhm. Aber der König geht weg. Mhm. Dame schlägt B7. Weiß hat es auf die Bauern abgesehen. Desperado-Dame. Schwarz hat Besseres vor. Dame D3 zum Beispiel. Also jetzt König D1 wäre ein Fehler wegen Dame B1. Ist auf jeden Fall ein trickreicher Zug. Also kann ja sein, dass man auf die Idee kommt, mit König D1 den Bauern C2 zu decken. Ne? Aber nein, Dame schlägt B8. Weiß lässt sich nicht beirren. Dame H7. Dame schlägt C8. Und jetzt findest du es. Den Rest findest du. Ja, weiß schon gut, ne? Ich vermute, du möchtest hinaus auf König G6 und Dame E6 Patt, ne? Ja, das war ja der Sinn der Übung, Patt in 10 Zügen. Das haben wir jetzt geschafft. Ja.
Schön, oder? Wunderschön. Das ist doch sehr ästhetisch. Man kann hier abweichen als Weiß, wenn man ein Arschloch ist. Ja, aber sollte man nicht. Sollte man nicht. Ich verbitte mir auch solche Ausdrücke in dieser Sendung. Ja. Also nur mit vertrauenswürdigen Vereinskameraden oder Freunden machen, wenn man tatsächlich ein solch... Ich vermute, dass jetzt die Datenbank überflutet wird von solchen Remis-Partien. Glaube ich nicht. Glaube ich schon. Okay, sollen wir eine Wette abschließen und in einem Jahr sehen wir uns wieder vor der Kamera und ich zeige dir alle Datenbankpartien, die in einem 10-zügigen Putt gemündet sind. Ja, können wir machen. Eine Tasse Kaffee würde ich setzen, dass deine Partie keine Nachahmer finden wird. Das heißt, wenn du eine Tasse Kaffee von mir gewinnen würdest, dann würdest du 101 Tasse Kaffee an einem Tag trinken oder was ist deine Absicht? Ich trinke gar nicht so viel Kaffee, wie die Menschen immer denken. Die Menschen denken, du trinkst schon sehr viel Kaffee und die Menschen haben meistens recht, wenn sie alle zusammen irgendeine Sache denken. Schwarmintelligenz. Genau, das ist das Stichwort. Gut, okay. Also das war unsere kleine Rätselsendung. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nee, fandest du was unterhaltsam? Große oder? Freude bereitet. Vielen Dank, Ilja, fürs Vorbereiten. Vielen Dank, liebe Zuschauer, fürs Miträtseln und Mitfiebern. Und lasst uns das niemals wieder tun. Bis zum nächsten Mal. Kann ich dir nicht versprechen. Liebe Zuschauer, vielen Dank auch von mir, dass ihr zugeschaut habt. Ich denke, das war doch eines der größeren Erlebnisse in einem Menschenleben, Jan, bei der Lösung solcher Rätsel zuschauen zu dürfen. Du schaust gerade ziemlich stur in die Kamera. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass mir noch irgendwelche anderen Sinnlosigkeiten einfallen werden, um dich in nächster Zeit zu nerven mit komischen Videos. Und bis dahin verabschieden wir uns und sagen nochmal danke fürs Zuschauen.